Gleich nach meiner Ankunft begann ich, der drückenden Hitze und den Moskiten zum Trotz, en plein air zu zeichnen. In Gedanken an ihre Pflanzengeografie fing ich an, diverse Spezies zu skizzieren, fühlte mich jedoch bald überwältigt von der unendlichen Mannigfaltigkeit der Vegetation und auch, wie ich zugeben muss, von den wütenden Stechinsekten. In dieser übermächtigen Fülle einen Überblick zu gewinnen oder gar eine Ordnung auszumachen, war ganz und gar unmöglich. Nach wenigen Tagen nahmen meine verquollenen Augen die Schönheiten des Urwaldes kaum noch wahr. Ich hatte nur den einen Gedanken, heraus aus diesem vegetabilen Chaos, und sehnte mich nach einem lauwarmen Bade.